Vielfalt ist eine große Chance für unser Land, nicht nur für die Migranten, sondern für alle Menschen, die hier in unserem Land leben, also auch für die Deutschen. Denn wenn man sich die Bevölkerungsentwicklung anschaut, dann heißt es auf den Punkt gebracht, wir werden alle weniger, wir werden älter, aber Deutschland wird vielfältiger. Und das heißt, dass wir auch den Menschen, die zu uns gekommen sind, mit einem herzlichen Willkommen begegnen sollen, aber auch Wertschätzung, Respekt und Anerkennung. Und Integration gehört einfach als große Zukunftsaufgabe in dieses Land hinein, denn wir sind ein Einwanderungsland. Knapp 20% unserer Bevölkerung sind Menschen, die zugewandert sind, sei es als Gastarbeiter, sei es, dass sie kamen als Flüchtlinge, sei es, dass es heute qualifizierte Fachkräfte sind, die aus den europäischen Nachbarländern zu uns kommen. Und sie allen wollen leben und arbeiten in Deutschland, aber vor allen Dingen gilt es, gemeinsam dieses Land zu gestalten, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen und volle Teilhabe zu ermöglichen. Es gibt die Charta der Vielfalt in Deutschland. Das ist ein Diversity-Konzept, dem sich inzwischen viele Unternehmen und auch Behörden angeschlossen haben für Organisationen. Wir haben über 1500. Dazu gehören 6,5 Millionen Arbeitskräfte, die durch die Charta der Vielfalt erfasst sind. Und eines der Vorstandsmitglieder der Charta der Vielfalt, Herr Koch, Vorstandsvorsitzender von Metro, sagte, Vielfalt, das ist heute der Motor für Erfolg. Das heißt, ein Unternehmen, was wettbewerbsfähig sein will, was Kundenkreise erschließen will, was nicht nur im Export, sondern auch hier in Deutschland tätig ist, muss heute Vielfalt als einen wichtigen Faktor in seiner Unternehmens- und seiner Personalpolitik beachten.